und werde mich kurz fassen und in dieser ersten Improvisation einmal die Sonne kurz charakterisieren, vielleicht 2 Minuten, dann 2 Minuten den Mond und dann eine Begegnung der beiden. Ja. Und das ist ganz spontan, also das ist keine Improvisation, die ich vorbereite, sondern ich versuche mit den Kräften musikalisch umzugehen, während ich improvisiere. Thank you.
Sonne und Mond. Jetzt geht es darum, den dritten im Grunde zu charakterisieren, den Saturn. Der Mond mit der Geburt am Übergang zum Leben. So ist die Schwelle des Saturn die Todesschwelle. Der Saturn wird in alten Darstellungen als alter grauer Kreis mit der Sense dargestellt. Wenn alles verdorrt und vertrocknet, beginnt seine Herrschaft. Wir dürfen an alles denken, was der Zunge streng, bitter schmeckt und im Gegensatz zu Jupiter bitter bleibend. Jupiter-Geschmack ist eher ein bitter, aromatischer Geschmack. Und was dem Auge grau erscheint, ebenso. Saturnal überdauert beständig den kalten, harten Winter ein trockener Halm, ein dürrer Ast, eine am Boden zusammengezogene Rosette. Er erscheint aber auch als kleiner, harter Samen, bereit wieder zu etwas Neuem zu werden. An der Stelle wirken Saturn und Mond zusammen und greifen praktisch ineinander. Saturn macht die Gedanken des Menschen groß. Er ist der Herr der Zeit. Wie uns beim Anblick sehr mächtiger Tannen, Fichten oder Lärchen manchmal die Ehrfurcht vor der Höhe, dem Alter und der Geradlinigkeit des Aufstrebens ergreift, so verweist Saturn uns auf Zeiträume, die unsere Lebensspanne hier auf Erden weit, weit überragen. Er kann uns somit Geduld, klare Vernunft und Beschränkung auf das Wesentliche lehren. Im menschlichen Leib ist die Milz sein Organ, da sind ja Todesprozesse, wenn man so will, aber auch alles Knochige, Harte, unser Skelett eben, untersteht seinem Wirkbereich. Da ist es nicht verwunderlich, dass die großen Knochenheiler unter den Heilpflanzen saturnisch sind. Der Weinbell, der Ackerschachtelhalm und das noch weniger bekannte Salomonsiegel. Interessanterweise haben wir hier bei dem Weinbell und dem Salomonsiegel einen sehr starken Mond dazu gesellt. Sie wissen, der Weinbell außen schwarz, innen weiß und schleimig, also ganz stark Mond. Beide Wurzeln sind, also innen weiß, bei dem Salomonsiegel haben wir komplett eine weiße Wurzel, die heißt auch Weißwurz. Und schleimig, sehr schleimig. Der Mond begünstigt auch bei Knochenbrüchen den notwendigen Neuaufbau. Also das Alandroin im Weinbell zum Beispiel führt zu einer sehr starken Zellvermehrung, ganz rasche Zellvermehrung, wie man in dem Moment ja auch möchte, im Knochenaufbau. Und da steht wieder Mond auch für diese Fülle und für die Neubeginn. Ganz, ganz stark. Rascher Zellwuchs. Jetzt noch zu einer anderen. Achso, genau. Noch eins weiter, bitte. Eine weitere sehr bemerkenswerte Heilpflanze mit Saturn-Mond-Signatur ist der Beifuß. Im altenglischen Neuen Kräutersegen wird er das älteste und mächtigste Kraut gerufen, Magwurz, also Machtwurz. Paläobotanikern gelang es, eine rituell medizinische Verwendung schon vor etwa 60.000 Jahren nachzuweisen. Der Beifuß ist, wie auch der Wermut, verwandte Pflanze, saturnisch grau und bitter, fürchterlich bitter. Er hat aber ein weiches, mondenhaftes Fell und diesen violetten Touch. Und er wirkt sehr, sehr stark auf den weiblichen Zyklus. Sein botanischer Gattungsname ist Artemisia, das ist die Jagdgöttin Diana, also eine Erscheinungsform des Mondes oder besser gesagt der Mondin, der weiblichen Form. Die mächtige Saturn-Mondpflanze wird seit Urzeiten und heute auch überall weltweit, wo sie wächst, für Schwellenübergänge verwendet. Vor allem in der Räucherung stirbt ein Mensch, so wird mit Beifuß geräuchert. Wird ein Mensch ins Leben geleitet, wird mit Beifuß geräuchert. Er ist einer der ganz mächtigen einheimischen Schamanenpflanzen. Alles Salzige ist auch wesensverwandt mit dem Saturn. Salz konserviert, macht haltbar und in der Alchemie ist eines der drei wichtigen Prinzipien, also Sulfur, Merkur und Sal, ist Sal eines der drei Prinzipien, das sich vor allem im Wurzelpol einer Pflanze befindet, dort wo Verhärtungen vorkommen und Mineralisierungen auch auftreten. So können wir für die Heilkunde sagen, dass rheumatische Erkrankungen, also Arthritis, Gicht und so weiter, sind auch saturnale Krankheiten, die sich bei Kälte auch verschlimmern. Und als Heilmittel hilft hier unter Umständen der Bruder, der hitzige Mars, der dann wieder Feuer, Hitze reinbringt und daran eben Wohltat und Ausgleich schaffen kann.
Im nächsten Bild sehen wir den Blütenstand der Schafgarbe. Ja, wer hat es erkannt? Wie wir zum Beispiel den ganzen Winter über, auch im Schnee, der schaut aus dem Schnee heraus, so sehen können. Hier haben wir praktisch den Saturn im Lebenszyklus der Pflanzen als harter und reduzierter Same. Das sind ganz feine Säcke, die hier drin sind, steht damit am Ende und am Anfang einer Entwicklung. Und so zäh und ausdauernd, das weist einfach auf den Saturn. Und hier sehen wir auch, dass wir die Planetenkräfte nicht unbedingt in den lebendigen Pflanzen ablesen müssen, sondern wir können es in allen Erscheinungen ablesen. Ich könnte Ihnen auch sagen, welcher Teil, welches Pflanzenorgan steht mit welchem Planeten besonders in Verbindung. Also zum Beispiel Venus mit den Blütenblättern oder Merkur mit dem Blattstängelbereich. Oder die Sonne und Mars, hatte ich schon gesagt, mit dem Stängel, Mars auch vor allem mit den Staubbeuteln und so weiter. Also wir können damit wirklich spielen. Es geht ja darum, dass wir ein Repertoire bekommen an diesen Bildern und damit dann forschen, schauen. Und das ist eine Forschung, zu der ich einfach sehr herzlich einlade, weil es mir so eine Freude ist und so eine wunderbare Arbeit auch. Ja? Gut, das als Bildanklang. Und so haben wir jetzt den Dreiklang gespannt aus beim nächsten Bild Sonne, Mond und Saturn. Und vielleicht haben wir eben schon einiges an Nachdenkungswerten jetzt erlebt. Ich möchte eben hinweisen, es geht darum, wach zu werden für das Wesentliche. Die Denkart interessiert mehr als die Beispiele, die ich vorbringe. Ich habe eine Fülle von Beispielen, ich habe heute ausgewählt, aber es geht nicht um die Beispiele. Es geht um die Denkart und die assoziativen Beziehungen. Und ich trage einfach vor, was ich mir mitteilt, wenn ich das pflanzliche Wesen in lebendiger Beziehung studiere. Dann gehen wir mal ein wenig weiter und so der Deutlichkeit halber bilde ich Paare aus den Planeten, nämlich das Paar Venus und Mars, Merkur und Jupiter und Mond und Saturn hatten wir ja schon. Mars und Venus, die beiden Sonnennamen, die bilden die Polarität männlich-weiblich. Und wir kennen diese Kräfte, da wir als Mann, sowohl als Frau, immer auch beide Kräfte in uns zur Verfügung haben und es auch dabei geht, immer diese Balance zu gewinnen. Letztlich könnten wir eine Planetenkraftstudie auch für unser Inneres machen. Wir könnten sagen, jetzt ist mehr Mars gefragt, jetzt ist mehr Saturn gefragt. Das kann also gleichzeitig nur als Nebenbemerkung auch hilfreich sein für eine Entwicklung in der, ja, eine Entwicklung in der Reife, im Reifeprozess. Merkur und Jupiter sehe ich so als schlanken, agilen Schelm, der wie sozusagen der Hofnarr des Königs ist, während Jupiter der gediegene, dickbauchige, gut gefüllte Minister und ganz nah am König, also so als Bilder, nur als Hinweis. Und eine andere Möglichkeit der Paarung sehen wir hier auf der alten Darstellung von Daniel Stolz und Stolzenberg. Auf dem nächsten. Da sehen wir eine andere Paarung, die natürlich viel stärker, viel tiefer verbunden ist mit dem, was hier auch ein praktisches Werk getan sein will. Also kurzer Hinweis, Alchemie ist ja nicht nur eine Theorie, sondern die zur Vervollkommnung der Seele, sondern das ist auch eine praktische Arbeit, das ist so, dass ich immer das praktische Leben mit dem Geist, beides muss sich gleichzeitig entwickeln. Wir können nicht einfach nur den Geist entwickeln und nichts tun, sondern wir müssen uns auch im täglichen Kochen, im Schaffen auch das als Übungsfeld praktisch sehen. Also hier haben wir diese andere Paarung. Sonne und Mond stehen hier praktisch schon stellvertretend für die obersonnigen und die untersonnigen Planeten, wenn man so möchte. Und wir haben diese Venus-Mars-Paarung ohne Frage, aber dann haben wir Saturn und Jupiter einander gegenübergestellt und Merkur hat die Schlüsselposition, denn er führt die Gegensätze zusammen. Er ist der sich nicht fassen lässt. Er ist sozusagen alle sieben Prinzipien in einem. Das ist unglaublich schwer und interessant. Merkur lässt sich nicht fassen. Vielleicht können wir es nachher ein bisschen entdecken gemeinsam. Merkur ist das merkurielle Prinzip. Es ist das mittlere der drei alchemistischen Prinzipien, dass wir sozusagen Alkohol im Feuer, Wasser haben. Unglaublich beweglich, agil, wie ein Zauberer, der sich in alle Facetten hinein verwandeln kann. Ja. Dann würde ich gerne jetzt einmal Venus und Mars betrachten.
Venus, das kleine Glück. Jeden Morgen, bevor die Sonne aufgeht, erscheint die Morgenröte. Die Venus als Planet ist sowohl Morgen- als auch Abendstern. Eine treue Begleiterin der strahlenden Sonnenmutter, der Königin oder dem strahlenden Sonnenvater, dem König. Und in 8 Jahren beschreibt sie 5 Schleifen unterhalb der Ekliptik und teilt dadurch ihre Bahn in 5 Teile. Viele Blütenpflanzen zeigen in ihren Blüten, zum Beispiel Hahnfuß und Rosengewächse, diese 5 in ihren Blüten. Im Menschen fördert Venus das Gefühl und den Sinn für Schönheit, für die Künste und für die Harmonie. Sie ist ja selbst schön, die Schaumgeborene. Künstler vieler Jahrhunderte stellen sie in einer Muschel dar. Da sehen wir diesen Hinweis, dass Venus ist Feuchtigkeit bewahrend. Der Morgentau ist venusisch kühl und erfrischend. Venuspflanzen zeigen oft weiß, rosa Blüten und die Venus gilt im Planetenreigen als das kleine Glück, Jupiter dagegen als das große Glück. Beide diese beiden Planetenkräfte, Venus und Jupiter, sind die wahren und reinen Wohltäter unter den Planeten. Denn echte Venus- oder Jupiterpflanzen schaden nicht und sind niemals giftig. Achtung, mit solchen Aussagen, man muss sehr viel Erfahrung mitbringen, um dann nicht irgendwie, also man sollte nie eine Pflanze, die man nicht 100% kennt, essen oder so. Dann das nächste Bild, ja. Die Rose trägt ja schon in ihrem Namen das Rosa und ist eine ganz markante, wenn auch bestachelte Vertreterin der Rosengewächse. Das Bestachelte ist dann wieder ein Hinweis auf Mars, aber dazu nachher mehr. Zur Familie der Rosengewächse gehören unsere Obstsorten, Äpfel, Birnen, Quitten, Kirschen und Pflaumen, Erdbeeren, Brombeeren und Himbeeren, aber auch ganz wichtige Heilpflanzen wie die Blutwurz, die Fingerkräuter, die Nelkenwurz. Die sind alle Rosengewächse und sind allesamt ungiftig, ungiftige Pflanzen mit einem starken Bezug zum Wasser. Also die Blausäure in den Samen spreche ich jetzt nicht. Das ist nochmal ein Thema für sich, das ist eher gesundheitsförderlich in einer ganz, ganz geringen Menge, die wir da üblicherweise haben, um einen Kern zu kaufen. Aber jeder weiß, der Rosen oder Erdbeeren gepflanzt hat, dass sie viel Wasser brauchen. Und unter den genannten Pflanzen finden sich als Stoffklasse besonders Gerbstoffe. Und die Gerbstoffe, die helfen, Feuchtigkeit zu bewahren. Und damit ist Venus gut für die Schönheit, für die Haut. Und ist zusammenziehend und kühlend. Ganz wichtig als Medizin bei Zuständen, die mondenhaft sind oder maßhaft. Kurzes Beispiel, Durchfall, Mond. Ja. Überfülle, es läuft einfach raus, es gibt keinen rechten Halt mehr. Da kann sozusagen Venus die Begrenzung bieten, das Zusammenziehen mit den Gerbstoffen. Und Maßkrankheit, Entzündungen, ja, oder Wunden. Da bei Entzündungen vor allem kann die Gerbstoffe, die sind viel lindernd, kühlend, legen die sich darauf. Bei einem Kind, das jetzt in einem Wespennest fällt oder so, sammelt man alles, was man an Gerbstoffen hat, um einfach diese Gifte dem etwas entgegenzuwirken. Also Venus kann Mars besänftigen. Noch ein bisschen mehr zu den Venuspflanzen. Hier haben wir, oder habe ich in meinem Umgang mit den Pflanzen bemerkt, dass Venuspflanzen häufig sehr harmonisch gestaltete Blätter haben. Und habe zudem neben der schönen Proportionierung auch diese ganz schöne, das kennen Sie ja von vielen Pflanzen. Belegen Sie mal, von welchen Pflanzen Sie das kennen. Das sehe ich häufig bei Venuspflanzen, diese Buchtung, die Wellen, die Wasser. Hier etwas ein selteneres Beispiel, das ist das Marienblatt. Ich hoffe, dass es wieder häufiger in die Gärten kommt, war früher sehr verbreitet. Ich habe es sehr gerne, das hat man ins Gebetsbuch gelegt, weil es schön duftet, ist verwandt mit dem Rheinfall, ein Korbblütler, eine sehr schöne Pflanze. Genau. Und jetzt, als nächstes einmal noch eine Verbindung. Hier haben wir die rote Rose. Und das feurige Rot und die Stacheln, also
für die Botaniker ja keine Dornen, sondern Stacheln, fallen das ab. Da haben wir eine ganz schöne Verbindung. Das ist ja das Sinnbild für die erotische Liebe, für die Verbindung von Mann und Frau. Da schenkt man ja für die Liebe eine rote Rose. Und das zeigt sich so deutlich in diese beiden Kräfte. Das kräftige, starke Rot und die Bestachelung, Mars und Venus-Charakter haben wir schon charakterisiert. Die fünfblättrige Blüte, die Rosengewächse insgesamt sind sehr stark Venus-Pflanzen. Das finde ich einfach spannend, wenn man mal so schaut in der Welt, wie dann so eine ideale Verbindung aus den beiden Planetenkräften tatsächlich auch genau im Alltag das symbolisiert. Eine rote Rose symbolisiert genau das. Der Venus beigesellen möchte ich den Mars. Da haben wir Feuer, Hitze, Schärfe. Der Krieger mit gezücktem Schwert, ein Bild der Aggression oder auch der mutigen, zielgerichteten Intensität und Intention. Der Mars wird häufig als Übeltäter charakterisiert in den alten Schriften von 1500 an. Da liest man noch sehr viel über die Planetenkräfte. Es wird heute überhaupt nicht mehr verstanden, was damit gemeint ist. Es wird nur dann weggelegt, ja, die Leute damals waren dumm. Wie man auf so eine Idee kommen kann, verstehe ich zwar nicht. Das waren gebildete Menschen, die haben Bücher geschrieben um 1500, um 1600. Das waren keine dummen Menschen. Aber man hat einfach selbst nicht mehr den Zugang. Wenn ich diese Bücher lese, dann wird Mars häufig auch moralisch gedeutet. Das möchte ich jetzt eben nicht mehr so weitertragen, sondern auch zeigen, dass auch Marskraft hat seine Qualitäten. Ja? Denken wir einmal an Jesus im Tempel, das ist Marskraft. Das ist eine heilige Blut. Also, hitzig, prompt und scharf, so tritt Mars auf. Die Sonne, wenn sie nicht wärmt, sondern verbrennt, sengend ist, ist martialisch. Der scharfe, beißende Geschmack von Chili oder Knoblauch ist Mars. Eine Schnittverletzung. Das rote Blut, heiße, fiebrige Zustände, Entzündungen, starke Abwehrreaktion des Immunsystems künden von der Wirkkraft des Mars. Die Immunreaktion gehört dazu und auch vor allem der Blutkreislauf, das Arterielle, das sozusagen man kommt in Rage und das Blut fließt schneller. Das ist alles Mars, dieses Urbild Mars. Genau, Venus kann dann Mars wieder beruhigen, das ist ganz schön, dass das gehen kann. Wir sehen auf dem nächsten Bild die Brombeere. Marspflanzen schützen sich oft mit Dornen oder Stacheln. Die Rose, die Schlehe auch, der Weißdorn oder Kakteen. Wie ein Krieger mit Schwert und Lanze. Das Wachstum der Brombeere ist stark expansiv. Sie bildet Ranken aus. Sie senken sich ab, bewurzeln wieder und bilden wieder Ranken in einem zweijährigen Rhythmus. Der Mars am Himmel hat auch viel mit dem Zweijährigen zu tun, aber hier haben wir auch wieder diesen Rhythmus und gleichzeitig das unglaublich Raumgreifende und darin zeigt sich die Marskraft. Was liegt denn da als Botschaft, die wir lernen können? Zunächst einmal die Selbstverteidigung und auch das Leisten von Schutz, denn das wird oft verkannt, dass eigentlich nur dieses Einhaltgebieten ermöglicht, dass im Inneren etwas entfalten kann. Ein guter Kompost braucht eine Abdeckung, ja, und so weiter. Also dieser beschützte Raum, den schafft der Mars. Und als Charaktereigenschaft des Roten Ritters nenne ich mal die Entschlossenheit, die Durchsetzungskraft und die Standhaftigkeit. Leiblichen Ausdruck finden diese in unserem Zwerchfell und ist unser Kraftzentrum. Und erschrecken Sie nicht, ich mache einmal kurz. Das, ja, unmittelbar, stark und präsent. An dieser Stelle die Begegnung von Venus und Mars in einer kurzen Improvisation.